Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video. Wie angekündigt, dieses Mal der Wochenloot. Ich beginne mit Atheon, den konnte ich nur einmal töten in dieser Woche. Und es gab für mich das. Nicht wirklich gut, naja. Wir probieren es direkt mit den Dämmerungen. Und zwar Primus. Egal wie man ihn tötet, es gibt immer das Gleiche. Für mich nicht wirklich das Gute und das Wahre. Wir beginnen mit dem Titan. Da war's. Ein Scout-Gewehr. Wie man sieht, nicht sehr gut. Wenn ich es hier vergleiche mit Iryuts Reißzahn. Weniger Munition, weniger Schlagkraft, weniger Reichweite. Im Großen und Ganzen nicht so stark. Aus diesem Grund für mich nicht brauchbar. Dann zum Jäger. Ja, nicht schlecht. Mit einem Schuss im Magazin, aber nicht unbedingt der Hit. Hab da bessere Raketenwerfer schon bekommen, aus diesem Grund für mich nicht brauchbar, aber im Großen und Ganzen nicht allzu schlecht. Und dann noch mit dem Warlock. Aszendente Energie. Ich habe mich riesig gefreut, die habe ich gebraucht. Ich meine, ich habe erst 200 oder so. Aber sei es drum. Dann kommen wir zur Truhe bei Atheon. Da gab es für mich Bruchstück. Dann nochmal, wir probieren es mit dem Jäger. Für den Jäger gab es eine schöne Aufteilung, zwei Bruchstücke und Energie. Herrlich. Tolle Woche. Wir probieren es noch mit dem Warlock. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Ich bin von der Truhe leider enttäuscht diese Woche. Da schaue ich voller Wehmut noch zurück. Tja, wir probieren es mit dem Hexenloot. Ich glaube, ich muss da nicht mehr dazu sagen. Zwei Leuchtenergie brauche ich nicht, aber gut. Wir probieren es nochmal, konnte es leider nur zweimal machen die Woche. Ja, nochmal zwei Energie. Toll. Aber das ist halt so und kann ich immer Glück haben. Die Woche war richtig schlecht. Dann kommen wir noch zu Crota auf dem Hard Mode. Auch nur einmal gemacht die Woche. Nicht für mehr gereicht. Wir sind gespannt auf den Loot. Ich hoffe ja immer auf den Krux, den brauche ich noch, den habe ich nicht. Und kein Krux. Der vierte Reiter hat man noch links gesehen, dann Energie und Bruchstücke. Den Sparrow und den Reißzahn. Alles was ich nicht brauche. Und zwei von meinem Team bekommen den Krux. Ich freue mich natürlich für sie, aber ich brauche den auch noch. Immerhin war PvP noch anständig, ich habe da noch den Drachenatem bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Like da. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euer Loot in der nächsten Woche wird gut sein. Vielen Dank fürs Zuschauen.